Alter, nee, den. Soll ich den Popper mal. Komm. Ah, nee, der hat Wurfgewicht. Oh, warte. Oh, aufpasse. Kann ich den jetzt überhaupt werfen? Macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich kann den werfen. Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst, Alter! Der macht Quark! Der macht Quark, wenn ich ihn durchziehe, oder was? Was ist das denn? Rods, Spinning Rods 300. Hier, das ist das Teil. Kratsching! Der Frosch ist geil, oder? Du hast hier einen Frosch als Köder, der quakt. Okay. Hier ist, glaube ich, was dran, ne? Oder? Ja. Schön. Oh, fühlt sich aber sofort überlegener an. Deutlich. Aber der hat vielleicht ein Kilo oder weniger. Ja, 1,3. Immerhin, maßiger Fisch. Passt. 1,3. Zack, jetzt machen wir schön den Kescher voll mit Hechten. Immer ernsthaft, der quakt, wenn man dran zieht. Oh, Scheiße, wieder verbuggt, Alter. Come on, ey. Ohne Scheiß, Alter. Wie gut. Wie. Das. Mal ehrlich. Kennt einer sowas? Gibt's diese Top-Water? Ehrlich? Gibt's Top-Water, die quaken, wenn man dran rumzieht? Alter. Ist doch nicht deren Ernst, ey. Das gibt's doch nicht wirklich, oder? Eigentlich viel zu schnell, Alter. Für so ein Topwater viel zu schnell. Machen wir 50. Aber das ist auch ein Riesengerät, ne? Ich finde die. Yes! Oh ja, jetzt geht's wieder los, Alter. Leute! Oh, ich habe die Bremse am Maximum. Soll ich zumachen? Ich mach zu die Bremse. Zack. 5,8 wieder. Ratzfatz gezogen, ey. Na, ich weiß, glaube auch nicht. Glaub, ich, ja, wobei es schwierig, ne? Es gibt ja hier diese Anzeige unten, die sagt ja schon, Aufpasse, Alter. Und ich habe es ja gerade ja extra auch getestet. Man kann die Schnur zumachen. Wahrscheinlich kann man. Wahrscheinlich kann man zumachen und es ist. Ich denke schon, dass was kaputt geht, ey. Ich kann ja gleich mal. Ah, nee, dann ist vielleicht der Dingens weg, ne? Der Köder weg. Ich kann ja gleich mal versuchen, die Bremse zu schrotten. Der könnte noch größer sein. 6 Kilo 7. Der könnte größer sein. Oh yeah. Oh ja, der könnte größer sein. Und 6 Kilo. Ja, Mann. Halb voller Kescher. Das ist von dem einen Entwickler, der eben auch Atomfishing gemacht hat.
One-Man-Show. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Hoch mit der Bremse und pumpen. Hecht. Da sieht man schon den Schatten. Ja, 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 ja. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut, dass er so abgeht. Alter! Alter! Hui! Ohoho! Bam! Tot! Ja, Mann! Oh mein Gott! Instant tot! Leute, es gibt Verschleiß. Das hier ist Verschleiß. Das hier ist dieser Verschleißbalken. Route gebrochen. Ja schon, ne? Mit dem X dran. Auf eine Granate gelatscht. Oh, Leute, ey. Oh, Leute, ey. Oh, Leute, ey. Bam! Alter, ey. Okay, der Frosch ist noch da. Aber das Ding ist, glaube ich, durch, ey. Ich glaube, die Rod ist tatsächlich... Die ist durch, ey. Ja, dann weiß ich ja, wo die nächsten Kohlen wieder reingehen. In meine Kindergartenroute hier. Lad doch den letzten Spielstand. Treibmine am Haken, genau. Bom! Explodiert das Ding, ey. Das ist jetzt hier der lange Graben, genau. Alter, jetzt muss ich hier wieder mit der kleinen Route rumhantieren. Hier so ein 500 Gramm Hecht, der hier schon wieder, der mich schon wieder ans Limit bringt, ey. Nicht mal ein Kilo, nicht mal maßiger Fisch und schon Action dran, ey. Nein! Oh Mann, ey.